Guten Tag, mein Name ist Klaus Rötler, ich bin Grundschullehrer. Seit etwa 25 Jahren unterrichte ich Kinder, unter anderem darin, das Rechnen zu lernen. Das mache ich in Regelklassen, habe ich in inklusiven Klassen gemacht und entsprechend gebe ich auch Fortbildung seit etwa 15 Jahren zum Thema, wie können Kinder verständig rechnen lernen, gerade auch die schwachen Kinder, die Kinder mit schlechten Voraussetzungen, die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und wie ist es möglich, dass das in einem gemeinsamen Geschehen, das heißt die Klasse als gemeinsame, in der gemeinsamen Arbeit, das verwirklicht. Heute möchte ich in diesem Video Ihnen zeigen, welche Rolle Notationen spielen, weil in den anderen Videos ging es vor allen Dingen um die Rechenhandlungen und hier soll es darum gehen, wie kommt man denn jetzt von der Handlung über das Gespräch hin zu einem echten Kopfrechnen, wie können die Vorstellungen im Kopf so gefestigt werden, dass Sie nicht mehr auf die Handlung angewiesen sind. Und dazu zeige ich Ihnen einige Aufgaben aus dem zweiten Schuljahr mit den Notationen. Ins erste Schuljahr übersetzt sich das einfach, indem man die Zahlen aus dem 100er-Bereich in den 20er-Bereich verändert. Ich unterscheide sehr stark bei den Rechenhandlungen zwischen dem Abstraktionsniveau der Rechenhandlung. Das ist sehr hilfreich. Es macht einen großen Unterschied, ob man, wie hier vorbereitet, Aufgaben auf der Ebene des Einzelelementes legt und auch die Zehner hier als Haufen aus Einzelelementen gelegt hat. Das nenne ich analoge Abbildung, weil die Zahlen aus Abbildung der Wirklichkeit entstanden sind durch Zählprozesse, immer für ein Ding. Hier liegen 38 Boden für 38 Dinge, die man sich jetzt vorstellen kann, die da gezählt worden sind. Hier sind 6 andere Dinge, deswegen liegen hier 6 Boden. Die nächste Abstraktionsstufe ist die Zusammenfassung von Elementen. Wir haben jetzt keine Einzelelemente mehr, sondern Stäbe. Hier sind Blättchen und die Blättchen bilden, 10 Blättchen bilden einen Stab. Das ist eine Bündelung, ein Bündelungselement, deswegen nenne ich das eine konkrete Bündelung, weil diese Bündelung wirklich aus 10 Blättchen zusammengesetzt werden kann. Etwas anderes ist zum Beispiel so eine 10-Cent-Münze, auch das ist eine Bündelung, auch hier sind 10 Elemente zusammengefasst, 10 1-Cent-Münzen, aber natürlich sind die hier nicht materiell zusammengefasst, sondern nur in der Vorstellung, nur symbolisch. Deswegen nenne ich das symbolische Bündelung. Und Sie werden sehen, wie die unterschiedlichen Abstraktionsniveaus der Rechenhandlung auch in die Notation hineinfließen. Bevor ich Ihnen mit der Demonstration anfange, möchte ich eins sagen, was ist eine Notation eigentlich, worum geht es? Es geht nicht darum, dass die Kinder ein Verfahren kennenlernen. Sie sollen nicht denken, ach so muss ich aufschreiben, dann wird es richtig. Der Weg ist, am Anfang steht die Rechenhandlung und die Notation soll die Rechenhandlung abbilden. Das Kind soll, wenn es das aufschreibt, daran denken, was es getan hat. Es soll beim Aufschreiben die Vorstellung der Handlung haben. Das ist ganz wichtig. Die Notation ist praktisch die aufgeschriebene Rechenhandlung. In dem Sinne ist es eine verständige Handlung. Dann führt es zu klaren Vorstellungen, auch wenn diese Dinge nur noch mental passieren. Und es wird zu dem, was Schipper Rattatz in ihrem Handbuch zum Mathematikunterricht gestütztes Kopfrechnen nennen. Das Schriftliche stützt das Kopfrechnen, weil sich das Schriftliche, das Halbschriftliche, aus der Materialhandlung entwickelt hat, weil hinter dem Halbschriftlichen eine Vorstellung steckt. Das ist das Ziel. Wenn wir uns das jetzt angucken, hier 38 plus 6, dann sehen Sie, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Der Vorteil dieses Materials ist, dass hier auch zählende Kinder gut mitarbeiten können. Das heißt, ein zählendes Kind sieht hier die 8 oder kann die 8 abzählen und kann einfach rüberlegen. Und das Einzige, was dieses Kind tun muss, ist, muss die Regel haben, bei 10 schiebe ich zusammen und mache einen Haufen. Und dann hat dieses Kind 40, 41, 42, 43, 44 gerechnet. Für ein Kind, was rein im Zählen ist, das würde diese Sache wahrscheinlich nicht sinnvoll notieren können, weil wir hier ja eben nur einen Zählprozess haben, eigentlich keinen gedanklichen Vorgang. Wir können trotzdem versuchen, das in einen Zählprozess zu verwandeln, indem wir das Kind darauf aufmerksam machen, dass eine bestimmte Anzahl hier rüber tut, nämlich, weil hier 8 liegen, fehlen da noch 2. Entweder das zählende Kind legt das einzeln, oder das Kind lernt an dieser Stelle, und das sollte man natürlich im zweiten Schuljahr trainieren, die Partner von 8 bis 10 fehlen 2. Das heißt, ich nehme 2 hier rüber. Und jetzt habe ich
hier 40 und da 4. Und diesen Vorgang kann man sehr schön aufschreiben. Ich nenne das eine Schiebenotation. Das heißt, die Ausgangsaufgabe war 38 plus 6. Und was haben wir gemacht? Wir haben von der 6 2 hier rüber genommen zu 38. Und diesen Handlungsvorgang notiere ich in dieser Form. 2 wandern von hier nach da. Dadurch habe ich, entweder kann ich jetzt direkt aufschreiben, hier die Lösung, 44, das wäre die erste Variante. Für ein Kind, das das versteht, das gut Kopfrechnen kann schon. Ich will ja die 40 machen, ich brauche nur noch überlegen, was bleibt übrig. 2 weg, bleiben 4. Für Kinder, die das nicht so geradlinig können, kann man den Zwischenschritt aufschreiben. Die Schiebenotation bleibt die gleiche. Das heißt, ich sage, was wird aus der 38? Was ist, liegt jetzt auf der linken Seite? Auf der linken Seite liegen jetzt 40 in diesem Zwischenschritt. Und auf meiner rechten Seite hier drüben habe ich immer noch meine 4. Und jetzt nehme ich diese 4 auch hier rüber. Das heißt, jetzt tue ich die 40 mit der 4 zusammenzählen und ich habe meine 44. Sehen, die Schiebenotation geht immer über die glatte Zahl. Gesucht wird der glatte Zehner und das können wir auf die Subtraktion übertragen, diese Notation. Das ist nämlich jetzt die Gegennotation. Nur brauchen wir hier nichts schieben. Wenn wir das rechnen, wir haben hier 44 liegen, so, 44, ich möchte 6 wegnehmen, ich kann aber hier nicht 6 wegnehmen, weil ich erstmal nur 4 sehe, also nehme ich doch mal weg, was ich sehe, ich nehme die 4 weg. Aus 44 minus 6, ja, ist der erste Schritt, mein Ergebnis ist 40. Ich habe hier noch 40 liegen. Aber 40 ist ja noch gar nicht mein Ergebnis, weil ich habe nicht 6 weggenommen. Ich habe nur 4 weggenommen, mir fehlen noch 2. Also ich muss hier aus diesem 40 noch 2 wegnehmen. Der Zwischenschritt heißt, ich habe noch 40 und ich muss noch 2 wegnehmen. Das ist jetzt wieder, dadurch, dass wir mit Einzelelementen arbeiten. Ist einer runtergefallen? Dadurch, dass wir mit Einzelelementen arbeiten, kann dieses Herauslösen zählen passieren. 2 weg. Und das zählende Kind kann an dieser Stelle die 10 auflösen, die keine 10 mehr ist, sondern eben nur noch eine 8. Erkennen, dass das eine 8 ist. Das 8er muss da legen und daher ist die Lösung 38. Sie sehen, dieses Abstraktionsniveau mit den Einzelelementen ist geeignet, schwache Kinder zu integrieren und Kinder vor allen Dingen zu integrieren, die noch kein Zerlegungswissen haben, weil ich hier nämlich gar keins gebraucht habe. Ich nehme weg, was ich sehe und nehme 2 raus und das schreibe ich auf. Wenn wir die gleiche Aufgabe ein bisschen verändern, indem wir noch 20 dazu tun, dass wir es zu einer zweistelligen Aufgabe machen, ich lege mal hier noch 2 Zehnerhaufen. 10, 4, 6, 8, 9, 10. So. So, wir haben jetzt die Aufgabe 38 plus 26. Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, das zu rechnen. Wir können entweder sagen, wir tun die Zehner mit den Zehnern zusammen und die Einer mit den Einern. Und wenn wir das machen, das ist ja eine ganz typische Idee, gerade schwache Kinder mögen das, dass sie die Stellen auflösen, weil sie ohnehin noch nicht so ganz verstanden haben, was der Zähler ist und von daher den Zehner gerne als eigene Einheit behandeln. Das heißt, wir nehmen die Zehner hier rüber dazu, Zehner plus Zehner. Und schreiben das auf. 30 plus 20 ist 50. Jetzt haben wir hier noch eine 8 und eine 6, die tun wir zusammen. Und das schreiben wir auch auf. 8 plus 6. Und hier kann jetzt entweder zählend abgezählt werden, oder wir machen es wie eben gerade. Das heißt, die 14, die jetzt entsteht,
entsteht durch Schieben. Zu der 8 kommt die 2 dazu und ich habe hier meine 14. Ich habe also hier die 50 und hier die 14 und jetzt tue ich den 10er Haufen dazu. Ich zähle jetzt zusammen die 14 zu der 50 und habe insgesamt die Lösung 64. Sie sehen, diese Rechenhandlung, 10er mit 10er, einer mit einer zusammen und dann alles zusammen, entspricht der üblichen halbschriftlichen Addition, die Sie kennen, im zweistelligen Bereich. Wenn ich das jetzt als Subtraktion nehme, die Gegenoperation, dann habe ich 64 minus 26. Und ich mache das Gleiche. Ich mache 10er minus 10er, 1er minus 1er und schreibe mir das auf. Ich habe 60 minus 20 und ich habe 4 minus 6. So, wie sieht die Rechenhandlung an der Stelle aus? 60 minus 20. Wenn man mit Material arbeitet, sind die Dinge immer etwas langsamer, etwas umständlicher. Sie werden eben materiell im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gerade diese Zeiten, die das Kind auch damit zubringt, jetzt zum Beispiel 20 wegzunehmen, darüber zu schieben, sind Zeiten, in denen es diese 20 sich klar macht. Das sind zwei Haufen, die ich wegnehme. Das sind keine unproduktiven Vorgänge. Wir haben auf jeden Fall hier drüben 40 Wiesen gehabt. So, jetzt habe ich das Problem, ich soll 4 minus 6 rechnen. Was kann ich machen? Ich kann ja nur die 4 hier wegnehmen im ersten Schritt. So, ich habe die 4 weggenommen. Was ist jetzt auf der einer Ebene los? Ich habe da erstmal nichts mehr liegen. Aber ich bin noch nicht fertig. Was soll ich denn noch tun? Ich brauche noch 2. Und dieses, ich brauche noch 2, ich muss noch 2 wegnehmen, das schreibe ich auf. Das bedeutet, minus 2, ich brauche noch 2. Es ist das gleiche minus 2, was Sie hier gesehen haben. Da waren 40 und 2 mussten noch herausgelöst werden. Das heißt, dieses Minuszeichen ist ein Operationszeichen. Auch dieses Minuszeichen, was hier so isoliert steht, ist aus der Wahrnehmung des Kindes, weil es um die Darstellung einer Handlung geht, ein Operationszeichen. Es geht nicht um die negative Lösung, 4 minus 6 ist minus 2 als negative Zahl, sondern es geht darum, wenn ich 4 habe und 6 haben will, dann habe ich am Ende das Problem, ich muss mir noch 2 holen, 2 fehlen. Das minus 2 bedeutet eine Operation, die noch aussteht. Wo hole ich die her? Natürlich aus der 40. Ich hole mir die hier raus und habe jetzt meine Lösung. 40 minus 2 ist 38. Sie sehen, der Vorteil dieser Notation ist, dass wir eine halbschriftliche Notation für die Addition und für die Subtraktion bekommen, auch bei 10er Übergängen, was gerade für schwache Kinder, die mit getrennten Stellenwerten gerne arbeiten, eine sehr, sehr hilfreiche Notation ist und die sich hier aus diesem Material ableiten lässt, gut ableiten lässt. So, wir verändern das Abstraktionsniveau und gucken, was passiert. Wenn wir die Aufgabe, diese 38 plus 6, die gleiche Aufgabe, die ich mir jetzt aber hier brauche ich nur einen Teppich, weil das Material kompakter ist. Das andere mit den zwei Teppichen hat den Vorteil, dass man zum Beispiel auch gut als Partnerarbeit machen kann. So, ich lege das mal aus Ihrer Richtung auf. 38 ist die erste Zahl. Die erste Zahl wird immer bei der Addition in einer Farbe gelegt. Und ich nehme hier gerne so einen markierten Fünferstab an die Grenze, weil das den Vorteil hat, dass man die 8 kontrollieren kann besser. Durch diese Fünferstruktur sehe ich 3 mehr. Okay, die 8. Ich sehe gleichzeitig den 10er-Partner, auch das ist ein Vorteil dieses Materials. So, plus 6 wollen wir rechnen.
Okay. Was passiert? Hier wird sehr viel deutlicher, dass ich eigentlich nicht in Einzelelementen arbeiten muss, weil ich schon die zwei sehe. Das heißt, dieses Material bietet sich vor allen Dingen an, um die Zerlegung zu trainieren, um die Zehnerpartner zu trainieren, um den Schritt weg vom zählenden Rechnen ganz deutlich zu machen. Und Sie werden es sehen, dass bei der Subtraktion noch deutlicher ist. Dieses Material hat durch die Zweifarbigkeit den Vorteil, dass ich die Zerlegung des zweiten Summanden sofort sehen kann. Ich sehe wunderbar die beiden Schritte und die Notation ist aber an sich die gleiche, die Sie schon kennen. Das ist eine Schiebenotation. Ich habe 38, ich will 6 dazu tun und dadurch, dass ich 2 rüberschiebe, komme ich auf die glatte Zahl, auf die glatte 40 und nehme noch 4 dazu und habe 44. Und den Mittelschritt kann ich hier auch gut weglassen, weil das Material mir die 44 eigentlich sofort zeigt. Also dieser Schritt wird im Allgemeinen gar nicht nötig sein. Wenn Kinder mit diesem Material in den Zehnerübergang eingeführt werden, sind die allermeisten in der Klasse sehr schnell in der Lage, das Material wegzulassen und direkt auf diese Notation überzugehen und nur noch mit vorgestellten Schiebevorgängen zu arbeiten. Wenn ich die Subtraktion nehme, 44 minus, jetzt ist dieser Fünferstrich hier, werden Sie gleich merken, bei der Subtraktion wichtig, der ist sehr hilfreich jetzt. Ich habe 44 minus, minus 6 und die Notation kennen Sie schon, das ist im Prinzip das Gleiche, nur der Unterschied ist, ich sehe jetzt hier, die 4 nehme ich weg und die 2 tue ich jetzt virtuell entbünden. Ich kann sie nicht mehr wegzählen wie vorhin bei den Bohnen, das heißt, ich muss jetzt wissen, 10, 2 weg, bleiben 8 und da hilft der 5er-Strich, um die 8 deutlicher zu erinnern, aufgrund der Wahrnehmung auch, die hier unterstützt wird, da der Star ja die Länge von 10 Plättchen hat, faktisch. Das heißt, ich habe hier nur noch 8, da liegen 30, 44 minus 6, ich habe erst nur noch 40, will noch 2 wegnehmen und habe 38. Sie sehen, das ist keine neue Notation, aber gerade diese Notation des Übergangs passt sehr, sehr, sehr gut zu dem Material, weshalb man den Zehnerübergang möglichst mit solchen Zehnerstäben in konkreten Bündelungen einführen sollte. Zweifarbig habe ich in dem Video, ich glaube es ist Video 14, gezeigt, dass zweifarbig ist keinen Sinn, zweistellige Additionen und Subtraktionen zu rechnen, weil die Farben hier eher verwirren. Was da viel interessanter ist, wenn man ins Zweifarbige gehen will, wenn man in die zweistellige Subtraktion und Addition gehen will, das ist zum Geld überzugehen, weil sich da neue Ideen entwickeln. Ich lege die 38 hin. Ich mache das zunächst einmal alles mit Zehner und Einern. Man könnte hier auch Fünfer machen, aber ich mache es mal mit Fünfern, dass Sie sehen, was der Unterschied ist. Ich lege es mal zweistellig, also ich mache gleich die zweistellige Aufgabe. 38 plus 26. Und da sehen Sie, wenn ich das mit Fünfern und Einern lege, kann ich hier überhaupt keinen sinnvollen Zehner. Ich müsste hierhin 2 schieben, ich habe aber hier keine 2, weil ja der Fünfer da liegt. Ich kann auch keine 4 hier rüber schieben. Hier bilde ich natürlich, weil die Fünfer geboten sind, viel plausibler meinen Zehner aus den beiden Fünfern. Ja. Das heißt, diese Notation hier, diese Rechenhandlung, passt zu der Rechnung 20 plus 30 ist 50, 8 plus 6 ist 14, weil ich die 14 schnell bilden kann. Sie passt aber nicht zu einer Schiebenotation mit Zehnerübergang. Das ist eigentlich keine Zehnerübergangsrechnung, wenn ich dieses Material verwende. Das kann ich machen, wenn ich aber den Zehnerübergang im Spiel behalten will, muss ich auf der Einer-Ebene bleiben und kann auch bei dem Geld zunächst erstmal die gleichen Notationen machen, die Sie schon kennen. Ich kann entweder halbschriftlich 10er, 10er, 1er, 1er rechnen, 8 plus 6, 30 plus 20, oder ich kann durch Schiebenotation hier die 40 bilden und habe dann, ach, das mache ich Ihnen gerade noch vor, das ist ein bisschen anders. Ich habe hier 38, so kann ich die Sache auch sehen, plus 26. Ich schiebe mir 2 rüber, so,
habe jetzt hier drüben meine 40. Und was liegt auf dieser Seite noch? Hier, wo ich zwei weggeschoben habe, da liegen jetzt 24. Das heißt, meine neue Rechnung heißt 40 plus 24. Und für leistungsstärkere Kinder ist das auch eine Notationsform, dass Sie sehen, 20, 40 sind 60, 64. Bei der Subtraktion, das ist eigentlich das, worauf ich raus will, gibt es bei dem Geld eine sehr schöne zusätzliche Möglichkeit. Ich habe hier 64 Cent. Und ich will 26 bezahlen. Und da haben Sie schon gemerkt, ich habe gesagt bezahlen. Und in dem Moment, wo ich bezahlen sage, passiert etwas anderes. Wenn ich zum Bäcker gehe, sage ich ja nicht, ich gebe Ihnen schon mal 24 Cent. So. Und jetzt nehmen Sie sich noch 2 Cent aus dem nächsten Zehner. So gehe ich ja nicht zum Bäcker. Sondern beim Bäcker sage ich, okay, ich kann keine 26 bezahlen, weil ich nur 4 Cent habe. Ich mache was anderes. Ich gebe 30 Cent hin. Ja. Und das kann ich aufschreiben. Das heißt, die Aufgabe, die ich jetzt aufschreibe, heißt 64 minus 28, das ist die, minus 26 wollen wir rechnen, ist die eigentliche Aufgabe. Aber statt dieser Aufgabe rechne ich 24 minus 30. Sehen Sie? 64 minus 30. Was habe ich da übrig? Das ist leicht. 34. Ich habe hier einfach 3 Zehner weggenommen. Das ist eine Analogieaufgabe. An den einen habe ich nichts geändert. Aber ich bin nicht fertig. Ich habe 30 bezahlt, obwohl ich ja nur 26 zahlen sollte. Ich kriege also ein Wechselgeld. Jetzt muss ich meinen Zehnerpartner kennen. Daran sehen Sie, diese Logik gibt erst Sinn, wenn die Zehnerpartner sitzen. Ich kriege 4 Cent Wechselgeld. Die lege ich dazu und habe meine 38 und das kann ich in der Notation so aufschreiben, plus 4 Wechselgeld. Das heißt, diese Rechnung ist nicht die vollständige Rechnung, ich bekomme mein Wechselgeld und jetzt habe ich 38. Das nenne ich Wechselgeldnotation. Eine Notationsform habe ich bis jetzt ganz weggelassen, obwohl die auch sehr, sehr wichtig ist. Die brauchen wir vor allem, wenn wir später mit Zeitvorgängen rechnen. Da ist die sehr hilfreich. Das ist der Rechenstrich. Und das ist ja eine Notation, die auch in Schulbüchern oft verwendet wird, am Rechenstrich, aber diese Notation oft nicht so ganz klar ist den Kindern oder verwirrend. Das heißt, man geht aus von der 64 und sagt, ich nehme jetzt 30 weg. Ist dann bei der 34, aber weil man viel zu weit gesprungen ist, muss man wieder ein bisschen zurückspringen, 4 Sprünge zurück und kommt zur 38. Diese Notation als Verfahren ist für die allermeisten Kinder undurchschaubar und verwirrend, dieses Hin- und Herspringen. Wenn man das Ganze als Bezahlvorgang versteht, sich als Bezahlvorgang klar macht und in dieser Form kennt, dann ist es für manche Kinder auch ganz einfach, das dann danach auf den Rechenstrich zu übersetzen, wenn sie mit Rechenstrich arbeiten wollen. Es empfiehlt sich, diesen Weg über das Wechselgeld zu gehen, wenn sie da hinkommen wollen. Natürlich hätten wir auch vorher schon diese Aufgabe. Hier zum Beispiel 38 plus 6 am Rechenstrich machen können. Wir haben die 38. Wir machen die 40 voll durch 2. Das heißt, wir tun 2 dazu. Und jetzt im zweiten Schritt, weil wir haben ja noch 4 übrig, haben wir 44. Der Rechenstrich ist immer möglich, wenn schrittweise gerechnet wird. Hier wird schrittweise gerechnet, indem erst 2 und dann noch 4 dazu gezählt wird, das kann man notieren. Die Subtraktion würde entsprechend umgedreht aus sein. Ich nehme erst die 4 weg, habe ich 40, und jetzt nehme ich noch 2 weg, habe ich 38. Das heißt, der Rechenstrich bietet sich bei schrittweisem Vorgehen an, und schrittweises Vorgehen hätte man auch hier auch machen können, das ist das Letzte, was ich Ihnen noch zeige.
Natürlich kann man, das hätte man auch bei den Bohnen schon machen können, natürlich könnte man bei der Aufgabe 38 plus 26 auch sagen, ich tue im ersten Schritt die 20 zu der 38 dazu. Ich schreibe das erstmal halbschriftlich auf, das ist eine Möglichkeit. 38, ich tue erstmal die 20 dazu, habe dann 58. Denn das ist auch eine halbschriftliche Notationsform. Und tue jetzt zu der 58 meine 6 dazu oder erst die 2, damit ich auf die glatte 60 komme. So. Und im letzten Schritt lege ich noch die 4 dazu. Und habe jetzt meine 64. Diese Art des Aufschreibens ist logisch, aber für viele Kinder schwierig. Dieses, ich schreibe erst das Ergebnis und dann kommt meine nächste Reihe und dann kommt meine nächste Reihe. Wenn man so schrittweise rechnen will, wenn die Rechenhandlung des Kindes in diesem Sinne schrittweise erfolgt, dann ist in diesem Fall wirklich der Rechenstrich die bessere Methode des Aufschreibens. Der sagt nämlich einfach, ich habe am Anfang 38, dann tue ich meine 20 dazu, bin bei 58, tue meine 2 dazu, bin bei 60 und tue meine 4 dazu, bin bei 64. Der Vorteil des Rechenstrichs ist, dass hier keine Gleichheitszeichen vorkommen und gerade dieses in Gleichungen denken, in Gleichungen schreiben ist etwas, was für schwache Kinder sehr verwirrend ist. Was ich Ihnen zeigen wollte ist, die unterschiedlichen Notationsformen sollten keine Verfahren sein, sondern sollten abgeleitet sein aus Rechenhandlungen. Das heißt, man muss in der Klasse viele unterschiedliche Arten von Rechenhandlungen einführen, zeigen, gucken, welche Rechenhandlungen benutzen die Kinder, die Rechenhandlungen mit Notationen verbinden und den Kindern dann helfen, ihren Rechenhandlungen mit einer passenden Notation zu versehen, sodass sie ihr Denken in einer Notation wiederfinden. Und dieses eigene Denken, wenn es das eigene Denken ist, was im Halbschriftlichen wiedergefunden wird, dann finden die Kinder die Brücke auch, sich von diesem Handeln ganz zu lösen und auf der Notationsebene zu verbleiben. Wenn Sie dieses Vorgehen interessant fanden, überzeugend fanden, dann schauen Sie doch mal auf meine Homepage. Dort finden Sie alle Materialien, die ich veröffentlicht habe, Materialien, die ich verkaufe zum Teil. Finden Sie Hinweise auf Fortbildungen, finden Sie Listen meiner Filme, die ich gemacht habe, meiner Fortbildungsfilme. Die Homepage heißt matheinklusiv.de und ich würde mich freuen, wenn Sie die mal angucken. Vielen Dank, auf Wiedersehen.